Abend und herzlich willkommen zu unserem Unternehmer-Talk. Familienunternehmer im Wandel. Passend zu unserem Thema haben wir zwei erfahrene Geschäftsmänner eingeladen, die das Gen des Familienunternehmens schon immer in ihrer DNA verankert haben und genau wissen, unter welchem Druck die modernen Familienunternehmen stehen. Ihr Daily Business dreht sich dabei um eine Branche, die aktuell im Rampenlicht steht, so wie keine zweite. Stichwort Automotive. Ich begrüße live im Studio Uwe Faeser, Gründer und Gesellschafter der Faeser Graf Gruppe, Deutschlands drittgrößtem Autohändler, und Klaus Heinrich, langjähriger Unternehmensberater und Geschäftsführer der Schaffer und Kollegen GmbH aus Nürnberg. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Den deutschen Familienunternehmen geht's doch gut, oder? So lautet seit vielen Jahren die gängige Meinung in der Öffentlichkeit. Doch was sich wirklich hinter den Kulissen abspielt, bleibt den meisten verborgen. Arbeite hart und der Erfolg kommt von allein. Diese Zeilen gehören längst der Vergangenheit an, denn moderne Familienunternehmen heute stehen vor einer Fülle an Herausforderungen, die es vor 20 Jahren so akut noch gar nicht gab. Digitale Transformation, rasante globale Marktveränderungen, Klimawandel, Fachkräftemangel. Ist eine Antwort gefunden, türmen sich sofort neue Fragen auf. Wie gehen die Familienunternehmer mit diesem Druck um? Und wie lassen sich traditionsreiche Betriebe in eine wettbewerbsfähige Zukunft führen, ohne dabei die familiären Werte über Bord zu werfen? Ein Weiter wie bisher scheint keine Option zu sein. Jetzt ist Handeln gefragt. Statt auf Hauruck-Aktionen zu vertrauen, müssen Familienunternehmen diesen Wandel behutsam steuern und intern für den richtigen Nährboden sorgen. Sonst ist ja auch kein Wachstum möglich. Für viele Branchen ist dieser Change-Prozess eine große Kraftanstrengung. Doch am Ende zahlt es sich immer aus. Uwe, meine erste Frage heute Abend an dich. Viele Autohäuser unter deinem Dach werden ja als eigenes Familienunternehmen geführt. Liegt darin vielleicht der Erfolg der Faeser Graf Gruppe? Sicherlich, auf jeden Fall. Die Größe ist das eine, wie du richtig gesagt hast. Aber natürlich, das Zwischenmenschliche spielt eine ganz große Rolle. Und wenn du dir heute meine Unternehmensgruppe anschaust, dann gibt es da Faeser Biemann, Faeser Joachim, Faeser Graf. Und das sind halt Unternehmer, die in dem entsprechenden Markt über viele Generationen tätig waren. Und die habe ich in dieses Unternehmen mit eingebunden, also in die GmbH. Und das macht sicherlich einen Teil des Erfolges aus, weil zum Beispiel, nennen wir jetzt mal Graf, das ist eine ganz alte Förderfamilie. Und die Leute, die kaufen nicht beim Faeser, sondern die kaufen einfach beim Graf. Und wie schon gesagt, also ich finde das auch toll, weil natürlich jetzt schon die nächste Generation, also die Nachkommen, sind jetzt auch schon im Unternehmen, sowohl bei Graf, also bei Biemann, bei Joachim. Und so ist es für mich natürlich in der Größenordnung auch ein bisschen handelbar, wenn im Grunde genommen der Gesellschafter, der den Namen trägt, auch beteiligt ist. Ist natürlich auch die Motivation eine andere. Jetzt vielleicht auch zu den Zuschauern, die nicht aus Nürnberg zugucken. Welche Marken hast du denn alle? Oder ist es vielleicht schon einfacher, die Frage zu stellen, welche Marken hast du nicht? Ich sag's dir, wie es ist. Aber also fangen wir mal an. Also das Hauptstandbein ist natürlich der Volkswagen-Konzern. Da ist die Kernmarke natürlich VW und die VW-Nutzfahrzeuge. Dann natürlich Audi als Premium, Skoda, Seat und Cupra. Cupra hat immer eine größere Bedeutung. Und dann habe ich noch Porsche Service. Und du kannst bei mir auch einen Lamborghini kaufen. Lamborghini habe ich auch in Nürnberg. Das ist also der VW-Konzern. Dann habe ich noch auch mit einem Gesellschafter, mit dem Jochen Schaaf zusammen, haben wir Land Rover und Jaguar und haben Kia und seit neuestem jetzt auch noch Hyundai.
und haben noch ein kleines Renault-Autohaus. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. Also mir ist einfach auch wichtig, dass ich eben die Feser-Graf-Gruppe, sagen wir, sehr breit aufstelle. Also du findest bei mir immer was. Für alle. Für alle. Du, Klaus, berätst ja Familienunternehmen aus ganz Deutschland. Inwiefern unterscheiden sich denn familiengeführte Unternehmen zu anderen? Schwierige Frage. Aber wenn ich sag mal, meine Klienten von meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, ist es tatsächlich so, die Zugewandtheit zu den Menschen spielt eine große Rolle. Oft sind es auch eher emotionale Entscheidungen, die getroffen werden, wenn es um Investitionen zum Beispiel geht oder um Nicht-Investitionen, um Entscheidungen, Belegschaft, Mitarbeiter aufzunehmen oder wenn es dann vielleicht mal nicht so richtig gut läuft, fällt den Familienunternehmen es nach meiner Erfahrung schwerer, einen harten Schnitt bei Mitarbeitern, womöglich Mitarbeiterfreisetzungen zu machen, als wenn ich, sag mal, eher Konzernbetriebe habe. Also es menschelt dort etwas mehr. Menschelt. Aber man hat ja das gute Beispiel bei dir, nachdem du ja auch deine Absolut. Geschäftsführer immer noch oder deine Partner mit in den Firmennamen ja auch noch mit integrierst. Jetzt so mal ganz im Sinne der familiären Nachfolge. Du hast ja deine Kinder schon in dein Unternehmen geführt. War das wichtig, dass die relativ bald oder früh mit einsteigen? Ich meine, das ist sogar sehr wichtig und das ist, finde ich, das Allentscheidende. Was nützt mir, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine recht ordentliche Unternehmensgruppe aufgebaut habe und habe dann keine Nachfolgeregelung? Dann würde ja mein Lebenswerk oder das Lebenswerk auch der Vorgänger nicht fortgeführt. Und wichtig ist eben eins, und das habe ich sowohl bei meiner Katrin als auch bei meinem Max gemacht. Die Katrin ist 27, die ist bei mir im Unternehmen, ist für die ganze Digitalisierung verantwortlich, Internet, da kommen wir sicherlich nur dazu. Und mein Max ist 24, der ist in Schwabach für Seat und Cupra und für die Gruppe sogar schon Markensprecher für Seat Cupra. Und wichtig finde ich eins, dass man von klein auf die Kinder im Grunde genommen mit einbezieht. Die waren von klein auf aus Samstag mit dem Geschäft, haben sich das angeschaut. Und irgendwann kommt einmal die Entscheidung, macht ihnen das Freude? Wollen sie das machen? Und dann sollten wir auch keinen Zwang ausüben. Bei uns war das nie ein Thema. Die haben immer gesagt, Mensch, Papa, uns gefällt es und wir können uns das vorstellen. Und dann kommt es von ganz im Grunde genommen alleine. Aber man muss natürlich gilt für die Frau genauso. Gerade bei Familienunternehmen sollte man natürlich gerade die Familie im Grunde genommen ins Unternehmen mit einbeziehen. Und dann, glaube ich, dann kann man das auch vernünftig fortführen. Dann haben die schon ganz bald angefangen? Also genau, also bei mir war es eben folgendermaßen. So hat mich mein Vati und mein Opa damals auch von klein auf, war ich im Autohaus und habe dann irgendwann einmal als Verkäufer angefangen. Und mit den Kindern war es das Gleiche. Die waren von klein auf mit dem Unternehmen und haben ein bisschen mitgeholfen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, gefällt euch das? Und dann kommt es natürlich, und dann haben sie die entsprechende Ausbildung gemacht und haben beide ihren Bachelor gemacht und haben wir jetzt sogar, kriegen natürlich dann entsprechende Ausbildung vom VW-Konzern. Sie machen jetzt alle beide demnächst ihre Geschäftsführerausbildung und es macht mich als Vati natürlich stolz. Ich wäre jetzt 62, wenn, sagen wir mal, die beiden Kinder natürlich diese Unternehmen, egal ob das jetzt aktiv oder passiv oder da zumindest mal fortführen. Jetzt hast du ja oftmals das Problem, was tun, wenn der Nachwuchs seinen eigenen Weg gehen will und keine Lust hat auf Unternehmensfortführung. Es ist ja eigentlich ein sehr emotionales Thema. Damit hast du ja wahrscheinlich sehr viel zu tun. Ich bewundere das, was der Uwe mit seiner Familie, mit seinen beiden Kindern da geschafft hat, dass die ganz offensichtlich, wie ich das mitgekriegt habe, auch mit großer Begeisterung dabei sind. Bei mir landen leider oft genau gegenteilige Beispiele, wo Kinder
von Haus aus einfach keine Lust haben, weil sie sehen, dass der Papa am Wochenende arbeiten muss, dass er manchmal mit Ärger aus dem Betrieb kommt, den er mit nach Hause nimmt. Irgendwo muss er ihn ja verarbeiten. Also nee, also den Stress brauche ich nicht. Und dann die Kunden mit diesen und jenen wünschen und ich muss da immer buckeln. Das ist nicht mein Ding, ich mache was anderes. Und das ist dann schon auch eine sehr emotionale, sehr schmerzhafte Erfahrung, die Eltern dann machen, die gleichzeitig Unternehmerinnen und Unternehmer sind, zu sagen, okay, irgendwann kommt die Frage, wozu mache ich das eigentlich? Da kommt ein gewisser Frust. Und wenn dann das entsprechende Alter noch dazu kommt, dann überlegen sie halt, okay, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und dabei passiert leider oft ein Kardinalfehler, dass sie zu lange warten mit der Suche nach einer externen Nachfolge, die dann ja angezeigt ist, um das aufgebaute Vermögen nicht kaputt zu machen letztlich. Also bremsen ja eigentlich die Ängste ja schon die Entwicklung des Familienunternehmens ja ein Stück weit mit aus, ne? Das kann durchaus sein. Es ist tatsächlich auch der überwiegende Fall, dass gewisse Ängste in der Nachfolgeregelung tatsächlich auch zum gewissen Bremsen bei erforderlichen Investitionen führen, weil sie sagen, naja, wenn ich heute eine Investition beispielsweise in eine Immobilie mache, und der Uwe weiß da ganz genau, wovon ich spreche, das ist ja nicht etwas, was in 2-3 Jahren abbezahlt ist in aller Regel, weil das sind Millioneninvestitionen, das geht relativ lang in die Zukunft, und wenn die dann ungewiss ist und ich muss in eine Transaktion rein, um eine externe Nachfolge dann, sage ich mal, zu strukturieren, und habe dann noch so einen Rucksack an Schulden, den ich da mit übertragen muss, das macht das ganze Thema nicht einfacher. Ich meine, so generell im Zuge des ganzen Generationswechsels stehen ja viele Familienunternehmer auch vor der Frage Innovation oder Tradition. Was meint ihr denn eigentlich dazu? Muss ich das überhaupt ausschließen oder? Na gut, es ist beides wichtig. Das eine ist sicherlich Tradition, der Name spielt sicherlich eine Rolle, gar keine Frage, der Kundenstamm. Aber ich meine, das ist alles sehr schnelllebig. Und wenn du dir anschaust, denk allein an das Internet oder an viele andere Dinge, da hat sich natürlich auch schon sehr, sehr viel getan, oder die ganze Digitalisierung. Wichtig ist eben, dass du diese beiden Komponenten miteinander verbindest. Und da ist es natürlich gut, und das sehe ich jetzt zum Beispiel an unserer Unternehmensgruppe, wenn quasi auch von den Geschäftsführern, da gibt es ein paar Ältere, ein paar Jüngere oder jetzt auch meine Kinder mit dabei, wenn da natürlich auch die Mischung passt, weil die Älteren, die legen natürlich mehr auf Tradition, auf die Sachen einen Wert, man spielt sicherlich auch eine Rolle. Die Jungen, die sind natürlich mehr, sagen wir, digital oder probieren was aus. Und ich glaube, da macht es die Mischung. Und das ist sicherlich sehr, sehr wichtig, wenn man natürlich auch die Jungen natürlich dann entsprechend da in die Prozesse mit einbezieht. Wie ist deine Erfahrung dazu? Es ist ein Thema der Unternehmenskultur. Wo komme ich her? Ja, also Zukunft braucht Herkunft. Das ist so ein Schlagwort. Ja, man sollte nicht vergessen, wo man herkommt, also so ein bisschen dieses Thema unserer fränkischen Bescheidenheit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch es zu schaffen, eine Unternehmenskultur der Neugier, des Wandels, auch im positiven Sinn Fehlerkultur damit einhergehen, dass man sagt, ja okay, wir wollen uns ja auch den neuen Entwicklungen der sogenannten neuen Zeit anpassen, aber ohne, dass man, sage ich mal, auch ja, eine Unternehmenskultur, die von traditionellen Werten geprägt ist, deshalb verleugnen muss. Jetzt hast du ja die digitale Transformation, ist ja ein Projekt, an dem deine Tochter arbeitet. Jetzt habe ich gerade schon einen Kardinalfehler gemacht. Apropos digital, jetzt habe ich gerade ein WhatsApp bekommen. Ich habe Duk von einem Kunden von uns. Ich habe Ducati und Triumph vergessen. Die vertreibe ich nämlich auch. Also dann siehst du es einmal. Also wir haben auch, Sie können auch bei mir Motorräder, nämlich Ducati ist ja eine 100%ige Audi-Tech-Tochter, als auch Triumph, können da auch über die Feser-Graf-Gruppe beziehen. Gut. Das ist doch mal Digitalisierung. Genau. Jetzt haben wir dir was wolltest du mir jetzt sagen? Nein, ich wollte, das ist ja ein Thema, das deine Tochter vorantreibt. Richtig, bei dir im Unternehmen. Genau, mit, ja. Wie ist es denn eigentlich so generell bei, ich sage jetzt mal die Frage eher an den Klaus, wie ist denn so deine Einschätzung bei den anderen Familienunternehmen oder in den anderen Autohäusern? Müssen die da noch einen Zahn zulegen? Sind die auch schon so weit wie die Feser-Graf-Gruppe? Also ich will ja den Kollegenbetrieben vom Uwe nicht Unrecht tun, weil
Eine Unternehmensgruppe in der Größe der Feser Graf Gruppe hat natürlich unheimlich viele Ressourcen. Nur das Wachstum kam ja nicht von alleine. Ja, also ich habe Klienten, die sind im Bruchteil so groß, haben aber auch mehrere Standorte, zum Teil über ein Dutzend Standorte, und die mühen sich durchaus redlich, jetzt nicht nur irgendeinem Trend hinterherzulaufen, sondern das, was für ihr Geschäftsmodell, was sie sich ja selber letztendlich natürlich auch immer in Abstimmung mit dem jeweiligen Hersteller, der jeweiligen Marke ausgedacht haben, das nach vorne weiterzuentwickeln. Da darf man nur eins nicht vergessen, dass das Thema Digitalisierung, und wenn man jetzt zum Beispiel an manche Softwareentwicklungen denkt und die Anforderungen, die auch Hersteller bringen, das ist immens von der Investition her. Mhm. Und da kann es durchaus mal passieren, dass mittelgroße Betriebe sagen, okay, also da lasse ich jetzt mal lieber einen Zyklus aus, das kann ich mir nicht leisten. Mal gucken, wie die anderen mit solchen Investitionen umgehen, um dann, sage ich mal, etwas risikoärmer zu investieren. Mhm. Jetzt haben wir ja auch ein weiteres Thema, das ist ja der Fachkräftemangel in Deutschland, der ja immer gravierender ist. Es ist Automobil, sage ich jetzt mal, ja nimmer die, zwar noch die tolle Branche, sexy Branche, tolle Autos, geht ja mehr in die Elektro, aber wenn man weiß, wie sich das alles so weiterentwickelt, was macht ihr, um attraktiv zu bleiben? Ist natürlich schwierig, dass du vollkommen recht. Das A und O ist natürlich ausbilden, ausbilden, ausbilden. Den jungen Leuten auch Perspektiven geben, dass sie sehen, okay, was kannst du denn überhaupt erreichen? Dann, wir haben also eine eigene Akademie. Wir entwickeln die Jungen auch weiter. Und wie gesagt, die Feser Graf Gruppe, wir stellen im Schnitt um die 120, 130 Lehrlinge im Jahr ein. Wir haben also 450 Lehrlinge. Es wird zwar immer schwieriger, muss man ganz klar sagen, aber gerade natürlich die technischen Berufe, der Servicetechniker und, das interessiert die Jungen natürlich noch, oder die können als Verkäufer weitermachen, der ein oder andere, oder die Damen, also die Mädchen als Disponentin. Man muss sich einfach um die Junge kümmern, muss sich weiterentwickeln, muss auf Börsen gehen. Und du bist halt da im Wettbewerb zu anderen großen, gerade DAX-Konzernen. Und da, das ist für den Mittelstand ohne Zweifel sicherlich schwer, ganz klar. Was müssen deiner Meinung nach die Familienunternehmen tun, um attraktiv zu bleiben? Ich meine, Employer Branding steht ja momentan überall ganz groß. Also, dass sie attraktive Konditionen bieten müssen, ist klar, weil sie im Wettbewerb zu anderen stehen. Der Uwe hat es gerade gesagt mit dem Thema DAX-Konzern. Also wenn jetzt eine Feser Graf Gruppe gegen Siemens anstinken will, das ist dann also selbst bei der immensen Größe der Feser Graf Gruppe doch ein bisschen wie David gegen Goliath. Aber ich glaube, da macht es eines, und da bin ich überzeugt davon, dass man damit auch die jungen Menschen noch gewinnen kann. Das ist anfassbar zu sein, nahbar zu sein, dass man den Chef, die Chefin auch persönlich mal sieht, mal kennt. Das ist also die Hinwendung der Entscheider, der Eigentümer. Das ist ein Thema. Ich habe selber zwei Kinder mit 23 und 25, und von denen weiß ich, dass die sowas durchaus honorieren und toll finden. Jetzt ist ja gerade, ich sage jetzt mal, im Automobilhandel wird ja das Online-Geschäft immer wichtiger. Glaubst du denn, dass es überhaupt noch einen stationären Handel in der Zukunft, dass der noch eine Rolle spielt, oder sind es dann eher Showrooms? Ja, definitiv schon. Man muss natürlich eins sagen, die Anbahnung vom Verkauf läuft 70% übers Internet. Das muss man, also die Informationsplattform, also früher sind die in die Ausstellungshalle gegangen, haben geschaut, haben Prospekte mitgenommen. Heute ist alles digital, heute läuft alles übers Internet. Deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, dass du natürlich eine gute, und das Thema hat man, eine gute Homepage hast. Sicherlich kostet die Geld, ganz klar. Und dass ihr mal eine Vorstellung habt, das weiß ich, die Zahlen jetzt, wie du sagst, von meiner Tochter, allein am Tag die Feser Graf Gruppe auf die Homepage, sind zwischen 12.000 und 15.000 Menschen schauen am Tag auf die Homepage. Da stehen 5.000 Fahrzeuge drauf, informieren sich. Und das ist schon wichtig, dass du im Grunde genommen da, egal ob groß oder klein, da musst du wirklich präsent sein.
Und wenn du dann natürlich da einen guten Job machst, dann kommt dir natürlich im Laden ein Drittel, oder so, das sagen wir sogar ein bisschen mehr noch, das sind die ältere Generation, schaut jetzt weniger ins Internet, muss man auch mal ganz klar sagen. Da spielt natürlich der stationäre Handel noch eine Rolle, aber es wird definitiv weniger. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und wenn ich mir jetzt überlege, oder bei Daimler-Benz ist es ja schon so, die wollen ihre Ausstellungskapazitäten um 20% verkleinern. Also ich würde sicherlich perspektivisch künftig nicht mehr so große Autohäuser bauen, weil du das einfach nicht mehr brauchst. Das muss man ganz klar so sehen. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, kann ich absolut zustimmen. Es gibt ja Statistiken, dass am Besuch im Autohaus knapp zweimal bis zum Kaufabschluss. Ja, also ich komme, schaue mir das Auto an. Wie geht ganz wichtig dann, wie geht dann die Verkäuferin, der Verkäufer mit mir um, fühle ich mich dort wohl? Dann gehe ich ein zweites Mal hin, wenn das Angebot einigermaßen wirtschaftlich auch passt. Und dann ist der Vertragsabschluss erledigt. Nur beim Investment von bisweilen jenseits der 50.000 Euro informiere ich mich natürlich vorher ganz genau, ja, um möglichst Fehler zu vermeiden. Und da ist es tatsächlich so, dass es diverse Plattformen gibt, auf denen man sich kundig machen kann. Aber dann lande ich irgendwann bei meinem regionalen Händler. Und wenn dann dort die Homepage, der auftritt, einfach strukturiert ist, neudeutsch sag ich mal customized, ja, also dass ich möglichst wenig Hürden habe, dahin zu kommen, wo ich hin möchte, wonach ich suche, dann bin ich eigentlich als Händler auf der richtigen Seite mit meinem Angebot. Jetzt hat ja die ganze Pandemie und die aktuelle Situation, haben wir ja einen globalen Rohstoffmangel. Neu- und Gebrauchtwagen werden ja schon Mangelware. Also du musst nicht mehr mit Preisdumping deine Fahrzeuge vermarkten, sondern das sind ja eigentlich schon eher Mangelware. Wie geht ihr da momentan damit um? Habt ihr die Probleme? Naja gut, aufgrund meiner Größe muss ich sagen, habe ich Gott sei Dank noch einen, weil ich doch relativ viel Warentermingeschäfte mache, also Fahrzeuge, die wieder zurückkommen. Ich habe rund um die 4.500-5.000 Gebrauchtwagen. Das ist absolut okay. Also, aber du hast natürlich recht, die Neuwagenlieferzeiten sind exorbitant aus zwei Gründen. Einmal die Halbleiter, sie haben Mangel. Und das nächste ist, also beim VW-Konzern ist es leider so, 85% der Kabelstränge kommen aus der Ukraine. Und das stehen natürlich momentan die Fabriken. Das heißt, wir haben natürlich lange Lieferzeiten auf neue Autos, wie andere Hersteller auch. Und somit kommen natürlich weniger Gebrauchtwagen natürlich zurück. Und die Gebrauchtwagen, die wir natürlich jetzt momentan stehen haben, die werden weniger, ganz klar. Die verkaufen wir natürlich schon momentan mit höheren Bruttogewinnen wie früher. Wie wenn du gebraucht jetzt ein Auto verkaufst, ist eigentlich ja Angebot und Nachfrage, kriegst du momentan mehr. Ist einfach so. Jetzt ist ja der Uwe auf einer Situation, wo man sagt, du bist vielleicht noch auf der Sonnenseite, weil du eine gewisse Größe hast. Aber was macht ein anderer Händler? Gibt es da Krisenprogramme oder Ausweichmöglichkeiten? Hast du eine Empfehlung? Also generell? Krisenprogramme eigentlich nicht. Weil, wie der Uwe schon sagt, es kommt keine Ware nach. Weil, ob das jetzt die Marken im Volkswagen-Konzern oder andere sind, die haben einfach die Zulieferprobleme, egal ob Chips oder Kabelbäume. Also Neuware versiegt, Gebrauchtware kommt zurück. Zum Teil, weil es keine Neuware gibt, wird dann das Gebrauchtfahrzeug, wenn es Leasingfahrzeuge sind oder Finanzierungsfahrzeuge, da macht man ein Anschlussleasing, nutzt das Fahrzeug länger in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder kurzfristig eine Neuwagenbelieferungsmöglichkeit gibt. Und was ich im Moment sehe, ist, dass bei mittelgroßen Händlern und auch bei kleinen Händlern natürlich die Höfe immer leerer werden. Das Angebot, also die Parkplätze sind ziemlich leergefegt und es ist tatsächlich schon eine Kunst, die Fahrzeuge, die wenigen, die dann noch vorhanden sind, dann im Schauraum und auf dem Parkplatz so zu drapieren, dass es nicht nach gähnender Leere aussieht, sprich nach keinem Angebot. Also es ist in der Tat ein ganz erhebliches Problem, mit dem die Händlerschaft dort zu kämpfen hat. Es gibt ja noch ein weiteres Problem mit der CO2-Neutralität. Steht ja die Automobilbranche generell vor einer gewaltigen Veränderung. Jetzt habe ich auf der einen Seite
keine Fahrzeuge mehr. Wie geht jetzt da eigentlich so ein kleiner mittelständischer Zulieferer auch damit, um überhaupt Schritt halten zu können? Im Moment ist es in der Tat schwierig, weil der Zulieferer in der Regel ja auch Teil einer Kette ist. Und die optimieren natürlich im Moment prozessual, was geht, rufen Sparprogramme auf, die in irgendeiner Form so ausgelegt sein müssen, dass zumindest noch die Kernprozesse ihrer eigenen Produktion aufrechterhalten werden können und sie zumindest Teile ihrer Lieferverpflichtungen erfüllen können. Nur wenn die Vorprodukte nicht existieren, ja, das ist ja, Uwe hat es ja gesagt, mit den Kabelbäumen, ja, wenn die Kabelbäume nicht zur Produktion nach Wolfsburg, wo auch immer geliefert werden, oder nach Ingolstadt oder wo auch immer, ja, dann steht das Band. Und das erleben wir ja jetzt im Moment, dass immer mehr Hersteller in Deutschland sagen, okay, wir machen Kurzarbeit oder wir schließen ganze Werke für Wochen etc. Und wenn ich dann mal an einen Kölner oder ein Köln beheimatetes Fabrikat denke, habe ich diese Tage gelesen, die sagen, okay, bei uns sind Fahrzeuge nicht mehr bestellbar. Wahnsinn. Ja, also das hat es zumindest, solange ich auf dem Planeten bin, bewusst und an Fahrzeugen interessiert bin, noch nicht gegeben. Aber jetzt bist du ja einer, der speziell in der Branche ja unterwegs bist. Was empfiehlst du dann den Unternehmen? Weil es gibt ja jetzt ganz viele Insolvenzen und du kannst es wahrscheinlich gar nicht verhindern. Ja, die können die Vorprodukte nicht herzaubern. Man kann nur das tun, was man aus eigener Kraft machen kann. Und das ist A, die Prozesse optimieren, gucken, ob es irgendwo alternative Bezugsquellen gibt. Und dann sparen auf Teufel komm raus. Aber es wird tatsächlich so sein, dass wenn diese Situation noch eine geraume Weile anhält, dass es dann schlicht und ergreifend die Unternehmen in die Insolvenz bringt. Jetzt gehe ich mal auf ein anderes Thema ein, nämlich auf die Elektroautos. Da ist es ja so, die wachsen ja schneller und werden mehr ausgeliefert, als es eigentlich öffentliche Ladesäulen gibt. Man möchte ja immer mehr auf Elektro umstellen. Wie ist so deine Meinung dazu? Wo hapert es eigentlich? Muss da die Politik stärker eingreifen oder wie siehst du das ganze Thema? Sehr zwiegespalten. Ich meine, eins ist klar, die Politik will die Elektromobilität. Ob man das jetzt gut heißt oder nicht, das ist so. Und da gibt es natürlich immense Fördermaßnahmen. Du kriegst 4.500 Euro bis zu 6.000 Euro. Und jetzt ist natürlich ein Problem. Wir verkaufen auch rund 35-40% der Auftragseingänge sind Elektrofahrzeuge mittlerweile. Und da haben wir natürlich schon das Problem der Kunden, dass natürlich die Ladeinfrastruktur in keinster Weise natürlich hinhaut und die Leute sich wirklich schwer tun. Das muss man mal ganz klar sagen. Also das ist schon schwierig. Und das Nächste ist natürlich, gerade in diesen Elektrofahrzeugen sind natürlich extrem viel Halbleiter drin. Die Autos haben natürlich mittlerweile extrem lange Lieferzeiten auch. Ist natürlich schwierig. Was ich mit großer Sorge sehe, die Elektromobilität wird kommen und es wird irgendwann mal auch Fahrzeuge geben, die bis zu 1000 Kilometer fahren können. Da werden da wird der Tesla wahrscheinlich zuerst das sein, aber die anderen Hersteller werden das ausschaffen. Man sagte zum Beispiel, der neue A6, der kommt 2024, der hat schon eine Reichweite von 700 Kilometer. Dann wird es auch mal, das sind ja zwei Sachen. Einmal die Ladeinfrastruktur, da hinkt man stark hinterher, das ist das eine. Viele private Haushalte haben ein großes Problem, gerade wenn du so mit einem Hochhaus wohnst, dann ist es natürlich schwierig. Und das Nächste, wo ich natürlich dann aussehe, muss man ganz klar sagen, ich verkaufe hier zum Beispiel Lamborghini, ja, oder zum Beispiel RS6, RS5, die ganzen Audi. Und da habe ich ein bisschen Sorge, willst du jetzt unbedingt einen Lamborghini mit dem Elektromotor haben? Weißt? Und da habe ich natürlich, wie geht es, oder ein RS6 oder was, wie geht es denn da weiter? Gerade mit Sportwagen verkaufst du ja auch Image, Emotionen. Und da bin ich mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher, wie das eben auf Dauer hinkommt. Aber wir werden da sicherlich auch die ganzen, egal ob das jetzt Mercedes ist, BMW oder Audi, die forcieren alle extrem stark die Elektromobilität und die wird definitiv kommen mit all ihren Schwierigkeiten.
Aber das wird ja dann noch schlimmer für die Autohäuser, weil ja die Elektroautos viel weniger Wartungsbedarf haben. Das heißt, braucht es denn dann das Autohaus als, also wo verdient dann das Autohaus noch was? Ich muss natürlich einsehen. Momentan hast du einen Bestand von 50 Millionen Autos in Deutschland. Die sind natürlich zu 90% Verbrenner. Und das durchschnittliche Auto ist 14,2 Jahre alt. Also die nächsten 15 Jahre lässt mich das ruhig schlafen. Aber du hast natürlich recht, man muss sich natürlich perspektivisch überlegen, das, sagen wir, das Geschäftsmodell Auto wird sich ändern. Auch der ganze Werkstattbereich wird sich ändern. Das Auto der Zukunft wird wartungsfrei. Es gibt keinen Ölwechsel mehr. Der Verschleiß ist weniger. Und wie schon gesagt, das betrifft natürlich, das wird erst so in 10, 15 Jahren zum Tragen kommen. Und wir werden sicherlich, sagen wir mal, die Werkstätten, die werden ausschauen wie modernere Operationssäle. Das sind dann nur noch, sagen wir mal, Diagnosearbeitsplätze. Aber da wird sich viel ändern. Und das ist richtig, die Deckungsbeiträge, die ich heute in der Werkstatt habe, die haben wir definitiv künftig nicht mehr, muss man ganz klar sagen. Das ist so. Jetzt haben wir ja heute so als Motto Familienunternehmen im Wandel. Ich meine, du bist jetzt in einer Branche, die extrem vor dem Wandel, aber du bist gut vorbereitet. Das heißt, wie übergibst du dann dein Unternehmen, deine Unternehmensgruppe deinen Kindern mit einem guten Gewissen? Richtig. Wo steckt denn deine Idee dahinter? Na gut, du musst natürlich jetzt einmal sehen, bei uns ist es ja mittlerweile so, du weißt, ich habe 59 Autohäuser, das sind 59 Liegenschaften. Wenn du meine Autohäuser kennst, die liegen nicht gerade in den schlechtesten Lagen. Und wenn man eben sieht, in 10, 15 Jahren, dass eben mal Katrin und mal Max sieht, also was, ich kann eben jetzt diesen Standort nicht mehr zu 100% auslasten, wie auch immer, oder ich brauche künftig nimmer so große Ausstellungshallen, dann muss man sich halt Überlegungen finden, und es wird ja sicherlich auch nicht so schwer sein, dass man einfach seine Liegenschaft anderweitig nutzt. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Das muss man mal ganz klar so sehen. Und es kann durchaus mal sein, dass in 20 Jahren da kein Autohaus mehr steht, sondern sicher Edeka oder Aldi oder Rewe oder was auch immer. Das wird so kommen. Also die Autohäuser, die werden auch weniger werden. Das muss man ganz klar sagen. Momentan, der Klaus wird es wissen, momentan gibt es 7.500 Autohändler. In 10 Jahren wird es nur noch die Hälfte geben. Also du hast da Marktbereinigung. Wir hoffen sicherlich, dass wir zu denen 3.000 gehören. Davon kannst du mal ausgehen, die Großen sicherlich. Und dann gibt es viele Fusionen, Zusammenschlüsse. Aber es wird in der Zukunft sicherlich so sein, dass der ein oder andere Standort nicht mehr als Autohaus genutzt wird. Und da muss man sich einfach von vornherein, der Klaus wird mir das bestätigen, im Rahmen sein, muss sagen, okay, das muss man einfach wissen. Und deswegen ist eben wichtig, wenn man heute in so ein Autohaus investiert, du musst dir vorstellen, du schreibst ein Autohaus auf 33 Jahre ab. Früher waren die Finanzierungen entsprechend genauso lang. Das macht man heute nicht mehr. Heute muss so ein Invest nach 10 Jahren bei uns getilgt sein. Anders investieren wir nicht, weil ich einfach nicht weiß, was in 10 Jahren ist. Also das wird schon, sagen wir mal, eine große Transformation sein. Aber wir haben ja Zeit, uns da vernünftig vorzubereiten. Kann ich bloß bestätigen. Ich habe jetzt auch gerade so einen Fall auf dem Tisch. Im Zuge einer Nachfolgeregelung schrumpfender Marktanteil des Händlers bei ursprünglich vergleichsweise sehr großer Immobilie, und der angesprochene Übernahmekandidat sagt, ich muss gucken, was ich mit welchem Konzept aus der Immobilie rausholen kann. Heute ist es ein Monobrandhändler, also nur eine Marke an dem Standort. Ohne eine zweite, wahrscheinlich sogar eine dritte Marke, wird sich das rentabel nicht in die Zukunft führen lassen. Und das ist nur ein Beispiel, und ich bin mir sicher, da gibt es deutschlandweit mehrere Dutzend davon. Es kommt eine Frage aus unserem Chat von zu Hause, von unseren Zuschauern zu Hause. Welche Innovationen habt ihr, die euch bzw. eure Kunden vom Wettbewerb abheben lassen?
Das sind natürlich verschiedene Dinge. Einmal ist bei uns natürlich wichtig, dass du ein großes Angebot hast und entsprechend gute Preise. Das ist das eine, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Das zweite ist, solltest du der Unternehmensgruppe so aufstellen, dass der Kunde kurze Wege hat, weil er kauft natürlich doch lieber beim Naheliegenden. Und dann spielt natürlich auch der persönliche Kontakt eine große Rolle, der Service, weil eins ist klar, ich meine, das erste Auto verkauft, der Verkauf, aber natürlich das zweite, natürlich der Service, die Dienstleistung, und das spielt natürlich eine große Rolle, dass man da natürlich, und da gibt es viele, viele natürlich Möglichkeiten, dass man den Kunden natürlich auch dann an sein entsprechendes Unternehmen bindet. Was ist deine Meinung dazu? Ja, ich sag mal, es gibt ja arrondierend oder ergänzend zu dem Thema Automobil noch eine ganze Reihe Dienstleistungen, die die Händler mit anbieten. Das ist dieses ganze Thema Finanzdienstleistungen. Ob ich jetzt ein Abo-Modell beispielsweise anbieten würde, ja, oder ob ich das ganze Thema Versicherungswesen, Finanzierungen sowieso, ja, All-in-Pakete etc. Das kann ein Unternehmen ab einer gewissen Größe sogar seine eigenen Modelle entwickeln. Kleinere Händler hätten da wahrscheinlich eher so ein bisschen auch von der Abwicklung her und von der Finanzkraft ein Problem. Aber die großen Händler, ähnlich wie jetzt die Fieser Graf Gruppe oder andere große Organisationen, können da durchaus punkten mit ganz individuellen Angeboten, die mit dem Auto an sich, mit dem Fahren selber gar nicht einmal so viel zu tun haben, sondern eben die ergänzenden, die flankierenden Dienstleistungen betreffen. Das sind Finanzdienstleistungen. Ein ganz wesentliches Thema auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist das Zukunftsthema Mobilität. Und da hängt es natürlich dann auch davon ab, wo ist jetzt der Handelsbetrieb? Ist er eher, sagen wir mal, in städtischen Lagen oder ist er eher in ländlichen Regionen? In städtischen Lagen wird man sich als Automobilhändler, als zukunftsorientierter Automobilhändler relativ schnell mit anderen Mobilitätsformen auseinandersetzen. Und da gibt es ja schon die ersten Beispiele, wo Händlerkollegen das Thema Scooter nehmen. Beim Uwe Faeser ist es das Thema Zweirad mit Motorrädern. Ich bin davon überzeugt, aber wenn es jetzt nicht vielleicht gleich outet, das ist ein Testlauf und irgendwann kommen dann vielleicht die Roller hinterher und andere Mobilitätsformen. Das wird in urbanen Strukturen relativ schnell gehen. Und das sind die Innovationen, die Händler in der Größenordnung und in den Lagen anbieten können. Bei kleinen Händlern, die werden sich am Anfang ein bisschen schwer tun, bis sie die entsprechenden Bezugsquellen haben, dass sie das auch zu attraktiven Preisen anbieten können. Mhm. Noch eine andere Frage, die synthetischen Kraftstoffe, meinst du, das ist der Schlüssel zum Erfolg bei der Mobilitätswende? Das ist, ich bin ganz ehrlich viel zu wenig Techniker, als dass ich da in irgendeiner Form eine Meinung dazu habe, dass die E-Fuels der Elektromobilität oder so den Rang ablaufen. Ich würde mich nur wundern, wenn solche Unternehmen wie Bosch und andere, die jetzt ja jahrzehntelang richtig gut am Thema Verbrenner verdient haben, sich dieses Geschäftsmodell einfach mir nix, dir nix, so wie die Wurst vom Brot klauen lassen. Also die sind mit Sicherheit dabei, Alternativen zur Elektromobilität zu entwickeln. Also so, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Alle Hersteller würden es natürlich begrüßen, auch die ganzen Zulieferer, wenn man eine Alternative zu dem Elektromotor findet. Warum? Der Elektromotor wird auf Dauer wartungsfrei sein. Hat keiner was davon. Man will natürlich versuchen, die Hardware, den Motor, Getriebe im Grunde genommen weiter zu verwenden. Und da wäre natürlich, das ist vollkommen richtig, diese synthetische Kraftstoff ideal. Jetzt gibt es aber zwei ganz, ganz große Nachteile. Du brauchst da im Grunde Rohstoffe, die es im Grunde genommen, sagen wir, in Regionen gibt, die, sagen wir mal, sehr schwierig sind. Also hauptsächlich in Afrika und natürlich auch in Südamerika, in Chile. Dann ist das Nächste, die Rohstoffe sind sehr selten, die du dazu brauchst. Das heißt, du kannst keine Volumen fahren. Und dann ist das Nächste, weil es gibt natürlich Hersteller,
wenn die natürlich, denke zum Beispiel an so einen Porsche, so ein 911, wenn die natürlich jetzt irgendwann mal keine Verbrenner mehr bauen, dann würde ich da großes Problem sehen. Also ist natürlich Porsche ganz stark, dann interessiert sicherlich Audi auch, da was zu finden. Aber das Problem ist einfach, du kannst diese synthetischen Kraftstoffe nicht in großen Volumen herstellen, weil einfach die Rohstoffe nicht da sind. Dann brauchst du dafür wahnsinnig viel Energie. Und momentan würde so ein Liter um die 7, 8 Euro kosten. Auch wenn er durch die Volumen ein bisschen billiger wird, du kannst nie flächendeckend über Tankstellen das handeln. Das kann man in einzelnen Sequenzen mal machen, in der Luftfahrt eventuell, aber nie in großen Volumen. Und das ist einfach der Nachteil. Und deswegen kommt ja so stark oft der Wasserstoff ins Gespräch als Alternative. Jetzt, wenn man einfach mal so einen Blick in die Zukunft wirft, wird sich denn das autonome Fahren durchsetzen? Ja, ich bin ja in so einem Strategiekreis des Konzerns, sich das bin ich drin und kriegt da Sachen zu sehen, die man normalerweise nicht sieht. Und der Volkswagen-Konzern ist soweit. Man ist heute soweit, Sabine, dass du ein Auto herstellen kannst, technisch, Autonomiestufe 5. Das heißt, du gibst jetzt ein, ich fahre jetzt nach Schwabach in die Limbacher Straße, dann gibst du das in deinen neuen Audi ein und dann fährt das Auto wie von Geisterhand, wie ein Autopilot beim Flugzeug, musst du dir das vorstellen, fährt das Auto nach Schwabach in die Limbacher Straße. Das Auto der Zukunft wird ganz anders ausschauen, wird kein Lenkrad mehr haben. Die sind technisch soweit, das wird auch kommen, muss man mal ganz klar sagen. Und der Sicherheitsaspekt war ja immer das Problem. Mittlerweile gibt es da Systeme, das sind zwei unabhängige Systeme im Auto, nämlich einmal über Satellit, sehen die genau. Und dann nochmal, die Autos haben um die 30 Kameras. Also es kann, und ich bin mit dem Auto schon versucht zur IAA in München, da haben wir wirklich eingegeben den Olympiapark und waren bei der IAA, dann ist das Auto wie von Geisterhand, also es war schon gespenstisch, durch München gefahren, hat am Fußgänger gehalten, rote Ampel, hat ihn vorgelassen, eben durch diese beiden Systeme. Man ist technisch soweit. Das Problem ist ein juristisches. Was ist, wenn ein Unfall passiert? Haftet der Hersteller, in dem Fall Audi? Und da macht man sich natürlich noch Überlegungen, wie sieht es aus? Aber tendenziell wird es so sein, wie beim Flugzeug auch, der schaltet ja einen Autopilot und dann fliegt das Flugzeug automatisch, wer weiß wohin. Also das autonome Fahren wird definitiv kommen. Man sagt serienreif so richtig ab 2026, 2027 wird es im Grunde genommen kommen und das hilft natürlich, dann wird es keine Unfalltoten mehr geben. Das muss man ganz klar sagen. Für unser Geschäftsmodell schlecht, gibt es ja keine Unfälle mehr. Das ist ja das Nächste. Also muss man sich natürlich perspektivisch da auch Gedanken machen. Und es gibt ja auch keine Emotionen mehr. Auch nicht, das ist ja blöd. Also deswegen, also, aber das Was ist. Was bist du derzeit für ein Auto? Ein RSQ8. Ich fahre auch nichts. Ich liebe RSQ8. Brauchst noch einen Sound? Voll. Und man muss voll noch Gas ja, geben und ja, schalten. Ich meine, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und diese Elektroauto haben sicherlich viele Vorteile und haben eine tolle Beschleunigung und alles gut. Meins ist es nicht. Und solange es geht, möchte ich gern Fahrzeuge fahren, die fossil angetrieben sind, muss ich ganz klar sagen. Jetzt bist du ja ausgebildeter Kfz. Ja, ich bin Meister, bist du ja. Kfz-Meisterprüfung. Du bist ein Meister. Ja. Und wie viele Schrauber steckt denn eigentlich so heute noch in so einem Kfz-Mechaniker? Gar nichts mehr. Es ist ja alles nur noch technisch, ne? Nein, es ist so, du musst dir vorstellen, auch das Berufsbild hat sich natürlich geändert. Also ich habe meine Lehre gemacht bei Mercedes, ich musste noch schweißen, ich musste noch feilen, ich habe mein Meisterstück gedreht. Das ist heute alles. Heute ist es Diagnose, Fehlersuche, immer mehr Elektronik. Und wenn du dir heute im Grunde genommen, wenn du heute so in die Werkstatt schaust und hast jetzt irgendwie einen Fehler an deinem Audi,
dann fährst du in die Nobbitstraße und dann kommt der Kundendienstberater, dann kommt der Mechaniker mit einem Fehlersuchgerät und dann steckt er das an den Zentralstecker an und dann sieht er genau, das ist die Nummer 18 und die Nummer 18 und das ist das Steuergerät. Also das heißt, so wie früher mal, sagen wir mal, die Mechanik oder wann wird einmal ein Motor kaputt oder früher hat man Getriebe auseinandergelegt. Das gibt's alles gar nicht. Die Probleme, die es heute gibt, ist fast alles Windgeräusche oder Elektronik. Und die Elektronik ist natürlich sehr viel austauschen. Also das hat sich natürlich sehr stark geändert, hast du schon recht. Und wenn man jetzt mal so in diesen Bereich Nutzfahrzeuge schaut, wie hat sich denn da entwickelt? Gibt es da neue Innovationen? Gibt es Trends? Also ja gut, da ist es leider so, auch wieder Elektromobilität, ob man das will oder nicht. Momentan ist es ja so, dass 95% der Nutzfahrzeuge ja Diesel sind. Und es wird sicherlich kommen, und es ist sicherlich auch richtig, dass irgendwann einmal die Innenstädte sagen, okay, du kommst mit dem Diesel nicht mehr rein. Und wir haben ja sehr viele Autos verkauft, ja zum Beispiel an DPD oder teilweise auch Amazon. Amazon zum Beispiel sagt ganz klar, die sind ja im Nutzfahrzeugbereich in jeder Großstadt stark vertreten, ab 2024 wird es bei Amazon zum Beispiel, und andere werden da folgen, wird es also nur noch elektrische Nutzfahrzeuge geben. Das wird also der gleiche Trend. Es gibt heute schon, du kannst heute schon einen T6 als Elektro bestellen. Und wenn du dir jetzt den neuen E-Boots, glaube ich, heißt der neue Bulli, der kleine, das ist ein reines Elektrofahrzeug. Also auch da wird es zwar ein bisschen länger dauern, aber auch da wird, also im großen Nutzfahrzeugbereich nicht. Da tendiert man eher zu Wasserstoff. Aber sagen wir bei dem normalen Multiwagen oder bei dem normalen Kastenwagen des Handwerkers wird es sicherlich perspektivisch auch so kommen, dass das auf Elektromobilität, die kommt zwar ein bisschen später, aber das ist nur Frage der Zeit. Umgestellt. Jetzt gibt es ja noch was anderes, dass die jüngere Generation ja mittlerweile gar nicht mehr so viel Wert auf ein eigenes Auto legt, so wie es früher war. Steht uns denn die große Stunde des Carsharings bevor, Klaus? Was ist denn da deine Meinung und deine Einschätzung dazu? Es hängt davon ab, wo die jungen Menschen leben. In den Städten, in den Ballungsräumen ist es jetzt schon so. Oder in den Studentenhochburgen. Dass da, also A, ist das Thema öffentlicher Nahverkehr ein ganz wesentliches Thema. Dann ist das Thema Carsharing eines. Und das nächste sind dann, sage ich mal, Abo-Modelle, diese je nach Bedarf dann an Größe des Autos, an Antrieb des Fahrzeugs etc. dann auswählen können. Bin ich heute in der Situation, dass ich eher in der Peripherie bin oder im ländlichen Raum und aufs Pendeln an sich angewiesen bin, gibt es natürlich das Thema, aber bei den Jüngeren insbesondere das Thema der Fahrgemeinschaften etc. Nur Fahrgemeinschaften, das ist ein alter Stiefel, die gibt es schon relativ lange. Also da wird sich so schnell, glaube ich, nicht ändern. Du hast dich ja weitgehend aus deinem Geschäft eigentlich zurückgezogen. Das heißt, du hast überall deine Geschäftsführer, hast deine Gruppe irgendwie. Aber so ganz fällt es da schon schwer, oder? Na gut, es ist natürlich ein Prozess. Muss man ganz klar sagen, das ist ein Prozess. Ich werde jetzt dieses Jahr 62. Ich möchte aber nicht mit 80 auch noch in der Feser-Graf-Gruppe rumspringen. Das mache ich definitiv Dein nicht. Dein Vater hat es aber gemacht. Ja, oder? Aber der Vater hat es gemacht, aber ich mache es definitiv nicht. Das war auch sicherlich eine andere Generation. Mein Ziel ist, dass ich langsam im Grunde genommen, ich bin zum Beispiel bei den ganzen GmbHs, also bei den operativen GmbH war ich früher überall Geschäftsführer, da bin ich jetzt kein Geschäftsführer mehr. Da habe ich überall entsprechende Geschäftsführer, die das machen. Ich bin jetzt noch in der Holding, aber selbst da im Grunde genommen die Feser-Graf-Gruppe leitet sowohl der Markus Kugler als auch im kaufmännischen Bereich der Till Heinrich. Und ich bin quasi Gesellschafter, ich spreche das mit ihm durch, ich gebe natürlich Innovationen, ich kümmere mich um bautechnische Dinge und sicherlich um den einen oder anderen Großauftrag. Aber so operativ wie früher, da versuche ich mich natürlich langsam jedes Jahr ein Stückwerk zurückzuziehen. Und das geht, und das muss ich sagen, das gelingt mir auch ganz gut. Aber ganz ohne geht's natürlich noch nicht.
Wir haben eine Frage von unseren Zuschauern zu Hause. Als Event- und Sponsoring-Agentur würde ich gerne wissen, welche drei Top-Autos du auf einem Sommer-Event präsentieren würdest. Welche drei Top-Autos? Was sind denn momentan die begehrtesten? Also, verfügbaren muss man ja dann auch nochmal dazu sagen. Das ist das Problem, die begehrtesten sind nicht verfügbar. Also das Auto mit der längsten Lieferzeit, das ich momentan habe, ist ein Lamborghini Urus. Das ist ein SUV oder auch so ein Huracan. Die würde ich gern hinstellen, aber die haben natürlich schon 2-3 Jahre Lieferzeit. Das muss man ganz klar sagen. Von der Innovation natürlich für die Leute interessant ist natürlich E-Mobilität. Da würde ich eher so zum Beispiel der neue Cupra Elborn, ist ein sehr interessantes Auto. Mhm. Der ist auch lieferbar. Würde ich lieber im Grunde genommen sowas hinstellen. Oder wenn eben natürlich dann jetzt ist ein ganz neues Konzept, der neue E-Bus, da kommt von VW der kleine Bulli, sowas natürlich auch. Also ich würde es nicht unbedingt ein Golf, das ist sicher ein tolles, bewährtes Auto hinstellen, den kennt jeder. Also ich würde es ein bisschen aufteilen, einmal sagen wir mehr das ein Sportwagen oder ein RS Q8 oder sowas oder ein Lamborghini und dann eben mehr ein bisschen was Innovatives, ein Elektroauto oder eben dann Sachen, die sagen wir in der Zukunft kommen. So würde ich das ein bisschen aufteilen. Was würdest du hinstellen? Also wenn ich das für ein Event machen wollte, fürs Generalthema Auto und hätte die Möglichkeiten vom Uwe, dann würde ich eins nehmen aus dem Jahr 2022, dann eines aus dem Jahr 1900, irgendwo zwischen 1960 und 70, mir würde da der Audi Quattro einfallen, der die Schanze hochfährt. Und dann hat er ja in Schwabach auch noch ein bisschen was stehen, so einen richtigen schönen Oldtimer aus den 30er Jahren. Ja, um einfach mal so eine Bandbreite, das ist das ist dann so ein Spannungsfeld, wo sich das so extrem vom Design her und auch von den Technologiesprüngen so unterscheidet, da würde bei mir das Herz aufgehen, wenn ich sowas dann sehen würde. Jetzt ist ja Deutschland das Land der Autobauer. Glaubt ihr, das würde in der Zukunft so bleiben? Klaus? Also wenn Sie aus Ihrem Dornröschenschlaf ein Stück schneller aufwachen, werden Sie auf jeden Fall vorne mit dabei sein. Aber was ich da so kommen sehe aus Asien oder was der Kollege Musk bei Tesla da zelebriert hat, da kommen ja immer mehr Anbieter, die gar nicht aus der klassischen Automobildenke kommen, also das Thema Blech und Motor und so weiter, sondern die sagen, okay, das ist für uns ein Device, das Ausschlaggebende ist die Technologie dahinter, die Digitalisierung dahinter und dann habe ich irgendwann mal, ich sage es mal ganz böse, ja, ein Handy mit 4 Rädern. Mhm. Und mit der Denke ist aber der Musk angetreten und das kannst du nachvollziehen, dass Asiaten, die jetzt kommen, in einer ähnlichen Philosophie unterwegs sind und nicht so tradiert wie die deutschen Hersteller, wobei die im Moment Gott sei Dank aufgewacht sind und jetzt Gas geben mit der Entwicklung, um das, was sie verloren haben, das Terrain nachzuholen. Was sagst du dazu? Also ich habe natürlich nicht umsonst jetzt Kia und Hyundai. Ich meine, das hat ja seinen Grund. Die machen natürlich ein Joint Venture mit Google beispielsweise. Da weiß man natürlich auch, wo die entsprechenden Autos vertrieben werden. Man muss aufpassen und da sehe ich ja große Gefahr. Das gebe ich dem Klaus recht. Früher haben wir natürlich durch unsere Technik, wenn ich an Audi denke, den Quattro oder natürlich auch BMW, Alpina, da muss man natürlich schauen, haben wir natürlich durch unsere Motoren, durch unsere Innovation, waren wir natürlich vorne. Mittlerweile wird es natürlich irgendwo noch mal so sein, gibt es natürlich nur noch Elektroautos, die sehr ähnlich ausschauen im Windkanal. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man, die Hersteller haben das total verschlafen, alle deutschen Hersteller. Tesla hat es super gemacht, das muss man ganz klar sagen, und hat auch wirklich Markt gemacht. Und jetzt ist es einfach die Kunst aufzuholen. Und die große Gefahr, muss man natürlich auch ganz klar sagen, sehe ich natürlich in China, auch jetzt mal über die Seidenstraße, das wird kommen, wenn natürlich die Chinesen mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Volumen, mit ihren niedrigeren Lohnkosten natürlich Fahrzeuge nach Europa natürlich dann verkaufen.
dann und die natürlich, sagen wir mal, vergleichbar sind von den Leistungen und der Deutsche sich nicht mehr groß abheben kann durch Audi zum Beispiel Quattro, dann wird es sicherlich schwieriger werden. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass der Standort Deutschland definitiv Marktanteil verlieren wird. Und deswegen versuche ich mich ja auch schon Gedanken zu machen. Vielleicht habe ich auch in 2, 3 Jahren an chinesischen Herstellern noch mit dabei, weil wichtig für mich als Händler ist natürlich eins, dass ich Autos handeln kann. Und wenn ich nicht handeln kann, handelt es ein Auto, handelt es ein anderer. Also noch vor 10 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich was anderes verkaufe wie VW. War zu Winterkornzeiten auch schlecht machbar. Aber mittlerweile muss man wirklich aus dem Tellerrand überschauen und muss sich eben Gedanken machen, muss sagen, okay, ich verkaufe eben diese Produkte auch, weil die sicherlich an Bedeutung gewinnen werden. Da kommt noch mal eine Frage dazu aus unserem Chat. Das Kfz der Zukunft. Habt ihr so eine ganz eigene kreative Vorstellung, Idee und Wünsche nach dem Motto, wir dürfen spinnen? Also der Uwe hat ja schon begonnen mit dem autonomen Fahren. Sowas in die Richtung? Ja. Ich hätte mal fast noch so Kategorie Matchbox-Auto. Aber mit der Option, selber auch mal wieder Spaß zu haben und eingreifen zu können. Also das sowohl als auch. Sowohl als auch. Das wird beim Elektroauto schlecht möglich sein. Also man muss eins sagen, das Auto der Zukunft, und das wird so kommen, schaut der Innenraum, ich habe diese Autos schon gesehen, also die Türen werden nach oben aufgehen, sehr bequem. Du hast sehr viel Platz in den Autos, muss man ganz klar sagen, das sind bessere Wohnzimmer. Die Autos werden autonom fahren, die werden sehr sicher sein. Den großen Spaß, glaube ich, hast du da nicht. Und wenn sich der Klaus künftig, also wenn sich der Klaus den Spaß noch weiter gönnen möchte, dann empfehle ich ihm noch, solange es geht, sagen wir mal, sich bei mir ein RS8 oder was zu kaufen. Und mit dem dann, und machen wir uns nichts vor, es wird auch das Tempolimit kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das wird kommen und das setzen wir relativ zeitnah durch. Und dann wird es ähnlich kommen, dass man eben sagt, okay, man fährt eben dann, wenn man eben da jetzt Spaß am Auto hat, und das hat man ja, dann muss man ja dann, da muss man auf der Rennstrecke fahren zum Hockenheim, zum Nürburgring, muss eben sagen, okay, jetzt bin ich mal am Wochenende mit einem RSQ8 oder mit einem R8 oder mit einem Lamborghini unterwegs. Also das glaube ich, das wird kommen, aber hier so im normalen Straßenverkehr, so wie es heute ist, mal abend, da wird, also das sehe ich auf Dauer, meine Probleme. Weniger Emotionen. Wenn wir Auto fahren, dann müssen wir in den Funpark. Also das wird so kommen. Du wirst lachen. Es ist auch so. Deswegen haben sich ja auch große Konzerne an den Rennstrecken beteiligt. Die denken sich da ja auch was dabei. Die wissen auch warum. Also geht davon aus, dass die Emotion, und das macht mir auch ein bisschen traurig, die nächste Generation sieht es sicherlich anders und Carsharing und. Aber die Generation, also meine Generation, wird es bedauern. Also das Autofahren der Zukunft wird ein bisschen emotionsloser sein wie jetzt. Es wird so sein. Aber wir kommen jetzt so langsam zu unserem zum Schluss. Wir haben schon eine Stunde und da kitzelt uns doch noch ein Motto, nämlich dein Motto. Besser machen statt besser wissen. Du wusstest, es kommt diese Frage. Ist denn das jetzt genau das, was die Familienunternehmer gerade brauchen? In den Familienunternehmen, und ich glaube, das wird der Uwe bestätigen können, gehen Entscheidungen deutlich schneller als in, ich sag mal, anonym geführten Unternehmen oder womöglich in großen Konzernen. Da sitzen in der Regel auch Treiber dahinter, die wollen etwas. Und das ist dieses Machen. Ich habe zu Beginn meiner Berufstätigkeit auch mal in einem Konzern, der Teller und Tassen produziert hat, gearbeitet über einige Jahre hinweg. Und was ich geerbt habe damals, das war ungefähr ein Meter Papier von diversen großen, renommierten Beratungsgesellschaften. Die haben sich durch brillantes Wissen, durch brillante Analysen ausgezeichnet. Und dann kam irgendwann ganz dünn hinten, hätte, könnte, müsste, sollte. Und dann war der Bericht zu Ende.
Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Es gibt so einen uralten Spruch, ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also man muss es einfach machen. Wissen ist das eine, braucht man natürlich. Aber was hilft mir alles gute Wissen, wenn ich es nicht umsetze? Und das ist das, wo wir letztendlich für stehen, dass wir sagen, ja, gemeinsam mit unseren Klienten fahren wir die Analysen. Das ist manchmal hartes Brot für diejenigen, die da mit dabei sind, die da involviert sind. Aber am Ende steht immer, was tun wir, wann und wie. Mhm. Und ohne das macht das vorneweg doch keinen Sinn. Und ganz abgesehen davon so ein kleiner persönlicher Satz, ich mag keine Besserwisser. Die macht keiner, aber die Bessermacher. Und den Uwe, meine Schlussfrage an dich, du hast ja das Kleeblatt in deinem Firmenlogo und es steht ja für das Glück und für das gute Tun. Und du hast auch eine eigene Feser-Kinderstiftung ins Leben gerufen, die sich die Aufgabe gesetzt hat, die notleidenden Kinder zu unterstützen. Und wie kam es denn zu diesem Herzensprojekt? Also erstmal das Kleeblatt, das kam durch einen Zufall. Das hat der Fadi irgendwann noch mal gesehen in den 60er Jahren. Dann haben wir das kreiert, haben gar nicht an Fürth gedacht. War natürlich oft verarscht, kannst du dir vorstellen. Und dann haben wir den Slogan früher gehabt, zum Glück gibt's Feser. Da kommt das Kleeblatt her. Und bei der Kinderstiftung war es eigentlich so, ich bin ein ganz guter Freund vom Alexander Brochier. Und der Alexander Brochier, das weißt du, der hatte den Stifterpreis. Und der hat immer ganz tolle Projekte gemacht. Und ich habe viele Dinge mit dem Alexander gemeinsam gemacht. Und irgendwann kam ich mal auf die Idee und denke, Mensch, komm, mach doch eine eigene Stiftung. Und die Notleidendsten unserer Gesellschaft sind eigentlich, man sieht jetzt an der Ukraine sehr viele Kinder. Und da habe ich, glaube ich, vor 12 oder 13 Jahren habe ich diese Uwe Feser Kinderstiftung gegründet. Da hat mir der Alexander Brochier auch sehr geholfen. Und mittlerweile habe ich natürlich noch eins gemacht. Der Klaus hat gesagt, ich habe eine Oldtimer-Sammlung, das sind ungefähr 150 Derivate. Diese Oldtimer-Sammlung haben wir komplett, also die Familie der Kinderstiftung übertragen. Das heißt, die gehören auch der Kinderstiftung, hat einen Hintergrund, dass die auch immer der Kinderstiftung gehören werden. Und wenn eben irgendeiner meiner Nachkommen, was ich nicht hoffe, so ein Auto mal verkaufen sollte, dann hat er keinen monetären Vorteil, weil das Geld ja die Kinderstiftung. Also so erfüllt es einen Zweck und wir haben eigentlich eine Kombination geschaffen. Ich mache oft einmal Veranstaltungen in dem Museum oder mal den einen oder anderen Vortrag und da kriege ich auch Geld für und wir kommen um die 100.000 Euro sammle ich jedes Jahr für die Uwe Feser Kinderstiftung und gebe das eins zu eins wieder weiter. Wir haben zum Beispiel vorgestern jetzt mit meinen Mitarbeitern, Kunden natürlich auch von meinen Gesellschaftern, haben wir 40.000 Euro wieder gesammelt und haben jetzt das im Grunde genommen an die Ukraine, an die Kinder überwiesen. Und ich meine, Gott sei Dank, ich habe viel Glück im Leben gehabt, habe zwei gesunde Kinder und ich meine, als Unternehmer finde ich es nicht mehr wie in Ordnung, wenn man einen Teil da an die Gesellschaft zurückgibt und deswegen haben wir diese Uwe Feser Kinderstiftung. Das war doch ein schöner Schluss. Danke. Ich danke euch beiden. Jetzt kommt Champions League. Jetzt geht's los. Und ich denke, mit diesem inspirierenden Schlussplädoyer von dir und von dir, können wir nun unsere Experten in den wohlverdienten Feierabend entlassen, nämlich zur Champions League. Vielen Dank an euch beide für den tollen Input aus diesen zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Es war spannend. Vielen Dank an die Zuschauer zu Hause. Danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Und bei uns geht's hier weiter am 4. Mai, wie immer um 20.21 Uhr. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Talkrunde. Euch allen einen schönen und entspannten Abend. Bis dorthin, macht's gut.